gerade für mich ist der Wert der Verlässlichkeit besonders wichtig, da ich mich im Wettkampf bei den 10 Disziplinen, bei den 10 Classics blind auf meinen Körper verlassen muss und auch im Training und abseits des Wettkampfs ein Umfeld habe, auf das ich mich blind verlassen kann und immer zurückgreifen kann. Also ich würde ganz klar sagen, dass die Verlässlichkeit auf dem eigenen Körper ist ein Lernprozess, definitiv. Es ist nicht von Natur aus gegeben. Über die vielen Trainingsstunden oder auch die vielen Wettkämpfe lernt man einfach seinen Körper gut kennenzulernen. Es ist wichtig, ein Team zu haben, wo man mit jedem seiner Probleme einen Ansprechpartner hat, dass man niemals wirklich alleine in einer Situation dasteht. Das ist dann auch ein Prozess mit dem Trainer, mit dem Ärzteteam, mit dem Physiotherapeuten, der sich über die Zeit entwickelt. Selbstbewusstsein zu stärken, muss man sich vor Auge halten, dass man selber eine gute Person ist und die Sachen, die man sich vornimmt, auch drauf hat. Sonst wird man nicht in den Wettkampf reingehen oder sonst wird man sich nicht irgendwelchen Aufgaben stellen. Und das Selbstbewusstsein wird von innen heraus aufgebaut.